Jesus, der göttliche Passionsspiele. Jesus sprach: Hier sitze ich im Himmel neben meinem göttlichen Vater. Auf Erden hatte ich auch noch einen Stiefvater. Und sehe durch das große Himmelsfenster auf das lächerliche Treiben auf Erden hinab. Gelegentlich erinnere ich mich meines großen Auftritts als Passionsspieler auf der kleinen jüdischen Bühne. Aber das ist schon lange her. Mein Schöpfervater hatte dieses Passionsdrama für mich geschrieben. Meine Passion, mein Tod am Kreuz, alles nur gespielt, nichts als Schein, doch gut gespielter Schein. Ich, was unsterblicher Gott, kann doch nicht sterben. Die dummen Menschen wissen nicht, was ich tat. Sie erwarteten, dass einer, der am Kreuz hängt, auch leiden müsse. Also spielte ich den Leidensmann, stöhnte ein bisschen, ließ die Zunge heraushängen, hauchte theatralisch gekonnt: Mich dürstet. Ja, das waren noch meine guten Zeiten als Schauspieler. Nun, es hat sich selbst einen Weg zu bahnen, wollen die Menschen lieber nachfolgen. Sie brauchen einen Leithammel, dem sie nachlaufen können. So müssen sie nicht selbst entscheiden. Also sagte ich mir: Nun, so will ich ihr Leithammel sein. Doch nein, 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 ein Hammel stinkt. Ich will lieber den guten Hirten spielen, der sie hütet, der für sie eine saftige Weide aussucht. Weide meine Schafe, ehe sie abgeschlachtet werden. Denn schon von Geburt an sind sie als Schafe für die Pfanne vorherbestimmt. Ich war lieb zu ihnen, so dass sie gerne bei mir blieben und mir nicht davonlaufen, so dass ich ihnen dann nachlaufen muss. Aber zurück zu meinem angeblichen Tod am Kreuz. Diesen Kreuzesbalken, die paar Schritte zur Schädelstätte Golgatha zu tragen, wäre mir natürlich ein leichtes gewesen. Den Balken hätte ich auf meinem moralischen Zeigefinger jonglieren können, indem ich die Schwerkraft aufhebe. So wie ich auch jederzeit in den Himmel auffahren kann, von keinem Fleischkörper beschwert. Für mich als Gott gelten ja keine Naturgesetze. Die kann ich jederzeit außer Kraft setzen, wenn ich ein Wunder wirken will. Doch um die Sache recht dramatisch zu gestalten, brach ich scheinbar dreimal unter dem Balken zusammen, so dass die Knechte, um die Kreuzigung pünktlich über die Bühne bringen zu können, dem Gaffer Simon das Holz auf den Nacken luden. Ich ging dabei neben ihm her und sah ihm amüsiert beim Schleppen zu. Am Richtplatz angekommen, nahm ich wieder meine Stelle als Verurteilter ein. Ich ließ mich zu Boden werfen. Als die rauen Kriegsknechte mir den ersten Nagel durchs Handgelenk schlugen, hätte ich beinahe laut aufgelacht, weil das so kitzelig war. Doch ich setzte ein leidendes Gesicht auf, und die Leute, die es sahen, litten mit mir. Jeder Schlag tat ihnen im eigenen Handgelenk weh, doch nicht mir.
Dann drückten sie mir die Dornenkrone auf mein Lockenhaupt. Natürlich tat mir das in keinster Weise irgendwie weh, doch scheinbar im tiefsten Schmerz runzelte ich die Stirn. Ich ließ sogar ein paar Bluttropfen hervorquellen und mir auf die Wangen tröpfeln, was seine Wirkung auf die Weiber nicht verfehlte. Entsetzt schlugen sie sich die Hände vors Gesicht. Dann hieften die Burschen den Balken mit mir hoch und setzten ihn in den bereitstehenden Pfahl. Nun hatte ich eine erhöhte Sicht über die gierig guckende Menge. Während ich so am Balken hing und scheinbar litt, sah ich belustigt auf die Menge hinab, die mich mit neugierig aufgerissenen Augen anglotzte. Da musste ich mir das Lachen verkneifen, denn sie konnten ein gespieltes Leiden nicht von einem wahrhaftigen, erlittenen Leiden unterscheiden. Denn von Schauspielerei verstanden sie ja nichts. Nachdem ich eine Weile den leidenden Schmerzenmann herzerweichend gemimt hatte, wollte ich mir die Szene von unten ansehen, aus der Sicht der Gaffer. So zog ich mich selbst aus meinem Fleischkörper, wie man eine Hand aus dem Handschuh zieht, und schwebte vom Kreuz herab. Sofort fiel das blutige Lockenhaupt wie leblos nach vorne, die Dornenkrone verrutschte, doch zum Glück verfingen sich die Dornen im blutverschmierten Haar, was ihren Fall verhinderte. Ich mischte mich unsichtbar unter die glotzende Menge. Die merkte nichts davon, dass da nun nur ein lebloser Leib aus Haut, Fleisch und Knochen am Kreuz hing, wie ein zum Ausweiden aufgehängtes Lamm, das ich ja sein sollte. Dann sah ich mir das ganze Arrangement aus einiger Entfernung an. Es sah recht passabel aus. Ich zwischen zwei deftigen Sündern? Ich wusste gar nicht, welche Verbrechen die beiden begangen hatten, dass ihnen die Ehre zuteil wurde, an meiner Seite ihren Geist auszuhauchen. Unter echten Qualen, versteht sich. Doch wurden sie durch mich berühmt. Nun, das Ganze war wohl des Dreiklangs wegen. Ich mit der Mitte, flankiert von zwei unbekannten Kleinkriminellen. Die meisten der wundersüchtigen Zuschauer hatten sich schon niedergekauert. 2 Stunden stehen war selbst ihnen zu lang. Sie schwätzten unter sich, nur gelegentlich wandten sie noch ihre krausen Köpfe mit einem gelangweilten Blick zu den Kreuzen. Da sich dort kein Wunder tat, setzten sie ihren Alltagstrat fort. Dass da Gottes Sohn am Kreuz für ihre Sünden starb, wussten sie nicht. Es schien sie auch nichts zu kümmern. Ihr kleinliches Geschwätz war ihnen wichtiger. Da sah ich ein, es ist Zeit, dieses Kreuzesschauspiel zu beenden, ehe sich alle Zuschauer gelangweilt auf den Rückweg machten. Also schwebte ich wieder zu dem ans Kreuz genagelten Leihleib hinauf und zwängte mich in diesen Hautsack hinein. Sofort kam wieder Leben in ihn, das Haupt voll Blut und Wunden hob sich. Ich verdrehte die Augen gegen den Himmel und jammerte gekonnt. O mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dabei wusste ich, mein Vater im Himmel hatte schon den Thron zu seiner Rechten für mich abstauben lassen und erwartete meine baldige Rückkehr.
So hing ich etwa 6 Stunden am Kreuz. Die Sonne verdunkelte sich gelegentlich, was sehr angenehm war, da sie mich blendete und es über Mittag recht heiß wurde. Doch nach der 6. Stunde wurde mir die Sache doch zu langweilig. Nur so am Kreuz hängen und Leiden mimen war nicht mein Fall. Mehr konnte ich aus der Szene nicht herausholen. Die meisten Leute verloren allmählich das Interesse. Jemandem stundenlang beim Leiden zuschauen, das wurde selbst den gefühlvollen Mitleidenden zu viel und zu lang. Selbst den jammernden Weibern gingen die Tränen aus, und so mussten sie trockenen Auges auf mein Ende warten. Viele von den Schaulustigen kehrten enttäuscht den Kreuzen den Rücken und gingen in die Stadt zurück zu ihren Krämereien. Sie hatten sich von mir, dem Wundermann, ein Wunder erwartet. Deswegen hatten sie ihre Obst- und Gemüsestände verlassen und waren zur Schädelstätte geeilt. Sie dachten, ein Gott stirbt nicht alle Tage. Da müssen wir dabei gewesen sein. Ich hätte natürlich den 3 Nägel leicht aus dem Holz sprengen und vom Kreuz schweben können. Ich wog eine Weile die beiden Möglichkeiten gegeneinander ab. Am Kreuz hängen bleiben, den Geist aufgeben und scheinbar sterben oder siegreich vom Kreuz herabsteigen. Von der dramatischen Wirkung her war natürlich der Kreuzestod dem Herabsteigen vorzuziehen. Schließlich hatte ich dann noch den Trumpf der Auferstehung aus dem Grabe im Ärmel. Beim Herabsteigen kam nichts mehr danach. Also spielte ich die Szene mit dem Sterben am Kreuz zu Ende. Und dann fehlte noch der Speerstich in meine Seite. Das war vielleicht ein Kitzel. Was hätte ich aufgeschrien vor Lust? Doch ich beherrschte mich und machte meinen Leib durchlässig und die römische Lanze stieß in meine Seite wie in Butter. So zwischen der 2. und 3. Rippe. Damit es nicht so offensichtlich wurde, dass es nur ein Scheinleib war, ließ ich etwas Saft herausquellen. Und schon waren die Soldaten überzeugt, der Mann ist tot. Als Abschlusssatz hauchte ich selbst zufrieden. Es ist vollbracht. Nach einer Weile durften mich die Weiber vom Kreuz abnehmen. Sie hatten schon alles Nötige im Handgepäck mitgebracht, wie Linnenbinden, teure Öle, die der reiche Josef von Arimathea gespendet hatte. Die Armen hatten ja nichts zu bieten. Dafür kamen aber nur sie in den Himmel. Der Reiche musste draußen bleiben. Da das frisch ausgehauene Grab doch nicht gleich um die Ecke war, sondern doch etwas weiter entfernt, hatten die fürsorglichen Weiber auch eine Tragbare mitgebracht. Meine Jünger hatten sich ja feige verkrochen, da sie um ihre kleinen Leihleben bangten. Nun ließ ich mich von weichen Frauenhänden salben und in ein frisches Leichentuch einwickeln. Dann trugen sie mich, weinend, versteht sich, in das kleine Grabgewölbe. Darin war es angenehm kühl, kühl. Man bettete mich auf eine schmale Steinbank und deckte mein Gesicht mit einem Tüchlein.
Dann rollten sie mit vereinten Kräften den Stein vor den Eingang. Endlich hatte ich meine wohlverdiente Ruhe. Denn die letzten Tage meiner theatralischen Passion waren doch etwas anstrengend gewesen, selbst für mich als Gott. So die kurzfristige Tempelreinigung, das Verfluchen des Feigenbaums, das nächtliche Blutschwitzen und mich vom Verräter Judas küssen zu lassen. Das war alles im göttlichen Spielbuch vorgesehen, doch es überzeugend durchzuspielen, kostete Kraft. Und so schlief ich einen tiefen, gesunden Heilsschlaf. Hunger hatte ich keinen, obgleich mein letzter Bissen schon einen Tag zurücklag. Ich nährte mich ja von göttlicher Energie. Die Nacht des Freitags und fast den ganzen Samstag schlief ich durch. Eigentlich hatte ich meinen gläubigen Schäfchen einen genauen Verlauf vorhergesagt. Nach 3 Tagen Ruhe würde ich wieder vom Grabe auferstehen. Nachdem ich so nebenbei den Tod besiegt hätte, versteht sich. Doch dann hätte ich erst am Montag so gegen 3 Uhr Nachmittag aus dem Grabe krabbeln müssen. So lange wollte ich jedoch nicht warten. Ich sagte mir, 2 Nächte und 1 voller Tag als Scheintote im Grab müssten eigentlich genügen. Doch sogleich kamen mir Zweifel. Einige Kleingläubige könnten dann behaupten, der war gar nicht tot, denn 2 Tage im Grabe, das hält selbst ein Scheintoter aus, ohne zu stinken. Doch außer schlafen, was hätte ich denn noch in dieser engen Gruft machen können? Es war ja außerdem stockdunkel drinnen. Also musste ich sie mit meinem eigenen inneren Licht erleuchten, was ja auch nicht unerschöpflich ist. Beten? Wozu, wenn niemand mir zuhört? Außerdem dröhnte selbst der leiseste Ton im Gewölbe wie in einer Waschküche. Da ich ja Geist war, konnte ich mühelos selbst durch die dicksten Mauern dringen. Um etwas aus diesem beengerten Leichentuchgewickel herauszukommen, wachte ich am Samstagnachmittag auf und drang durch das schwere Steinrad, das den Eingang verschloss. Die Sonne ging blutrot hinter Jerusalem unter. Doch war das nicht mein Blut, das sie so rot machte. Rot ging sie jeden Abend unter, um romantische Herzen zu entzücken. Ob es mich gab oder die ganze sündige Menschheit, war ihr gleichgültig. Ich streckte und dehnte mich ausgiebig, während ich der Sonne ins rote Auge sah. Pilatus hatte Wachen ans Grab beordert. Die sollten aufpassen, dass mein kostbarer Scheinleib nicht gestohlen und etwa als Reliquie zerstückelt würde. Die Wachen saßen gegen die Mauer gelehnt da und machten ihr Nachmittagsnickerchen. Sie wussten, vor dem 3. Tag würde ich ja ohnehin nicht herauskommen. Ich neckte sie ein bisschen, indem ich mit einem Grashalm ihre Nasen kitzelte. Im Schlafe fächelten sie mit der Hand, doch meine Grashalmfliege war hartnäckig und kitzelte weiter, so dass sie schließlich aufwachten. Doch da war keine Fliege zu sehen. Da nickten sie wieder ein. Ich ließ sie schlafen.
Sie als brave Befehlsempfänger waren an dem ganzen Passionsspektakel unschuldig. Nachdem die Sonne zur unterirdischen Nachtfahrt untergegangen war, schwebte ich durch den Steinklotz in die Grabhöhle zurück und zwängte mich wieder in mein beengendes Fleischgefängnis. Und wieder versank ich in einen wohlverdienten Schlaf. Denn das Leben auf Erden macht müde. Schuld hat der schwere Fleischleib, den man überall mit sich herumschleppen muss. Als nächstes kam der wichtigste Teil meines ganzen Passionsdramas, die Auferstehung. Denn wenn ich nicht auferstünde, wäre mein ganzes Gerede vom ewigen Leben nichts als eine großmäulige Lüge. Vom Tod wieder ins Leben zurückkommen, und das ist es, wonach die sterblichen, kurzlebigen Menschlein alle so gieren. Denn wenn nicht einmal ich es schaffte, vom Grabe aufzuerstehen, würden sie es umso weniger schaffen und elendiglich in ihren Kisten verfaulen. Das Hauptproblem war jedoch, für meine Auferstehung brauchte ich glaubwürdige Zeugen. Ohne Auferstehung wäre der Glaube an mich wertlos. Die Menschlein liefen mir nach, weil sie nach ewiger Fortdauer ihres kleinen Lebens lechzen. Würde ich nicht mehr aus dem Grabe herauskommen können, wäre es mit meiner Frohbotschaft aus. Doch wer sollte meine Auferstehung bezeugen? Bei meinen sogenannten Jüngern, oder besser gesagt Mitläufern, hatte ich so meine Zweifel, dass die sich aus ihren Verstecken heraustrauten, um am Grab nachzuschauen, ob sich meine Verheißung erfüllt hatte oder nicht. Da kamen also nur die Weiber in Frage. Die war nicht so feige. Doch leider galt bei den Juden das Zeugnis eines Weibes nichts. Da saß ich also in einer Zwickmühle. Doch noch ehe ich mir den ausgeruhten Kopf weiter zerbrechen konnte, hörte ich mit meinem göttlich scharfen Ohr näherkommendes Weibergejammer. Da blieb mir keine Zeit, weiterhin zu grübeln. Schnell musste ich mich aus den Leichenwindeln wickeln und an den Stein zur Seite rollen. Ich brauchte dazu kein Erdbeben. Mein machtvoller Zeigefinger genügte. Mit dem rollte ich den schweren Stein zur Seite. Die Morgensonne vertrieb das Dunkel aus dem Grab. Ich trat ins Freie und streckte erst einmal tüchtig die steifen Arme, die mir so lange an den Leib gebunden waren. Wieder aus dem Grabe zu sein, war doch erfrischend. Von weitem sah ich die geliebte Mary mit einem Ölfläschchen herbeieilen, in das sie ihre Tränen tropfen ließ. Nun wollte ich als göttlicher Schalke ein kleines Spielchen mit ihr treiben. Aus dem Nichts zauberte ich einen großen Hut mit breiter Krempe herbei, auch einen braunen Rock. Ich hatte ja von der Kreuzigung her nichts als die nackte Haut am Leib. Dazu noch eine Harke und so stand ich als Gärtner verkleidet neben dem offenen Grab. Damit ich in meinem Kostüm glaubwürdiger wirkte, harkte ich ein bisschen im steinigen Boden herum. Da stand die Mary schon neben mir, sah ganz erstaunt auf das offene Grab und lugte hinein. Als sie am Boden die verstreuten Leinentücher sah, schrie sie entsetzt auf: »Sie haben meine geliebten Leichnam gestohlen!«
Als sie mich sah, wandte sie sich hilfesuchend an mich und fragte verzweifelt, wohin haben sie ihn denn gebracht? Weißt du es? Ich zog die Krempe des Schlapphuts tief ins Gesicht und verstellte meine Stimme. Ich machte sie rauer, damit sie nicht so lieblich süß klang wie sonst immer. Woher soll ich das wissen? Ich bin nur ein Gärtner. Dabei musste ich innerlich lachen, denn die geliebte Mary aus Makada, die doch so lange um mich gewesen war, erkannte mich unter meiner Verkleidung nicht. Sie wunderte sich weiter. Und wer hat den Stein zur Seite gerollt? Der ist doch recht schwer. Woher soll ich das wissen? Gestern war ja der heilige Sabbat. Da hatte ich arbeitsfrei. Und heute bin ich recht spät gekommen, da ja Sonntag ist. Die Mary schloss scharf. Soviel ich weiß, waren da Wachen aufgestellt. Haben die etwa den Leichnam fortgeschafft? Möglich, sagte ich und kicherte dabei verstohlen. Irgendwie ahnte die Mary schließlich doch etwas und kam näher an mich heran. Da streckte ich meine Harke abwehrend gegen sie aus und hauchte Noli me tangere. Wie ein Blitz fuhr es in sie und aus ihr heraus. Du bist es! Sie war erstaunt, dass ich etwas Latein konnte, denn außer Aramäisch sprach ich sonst keine Sprache. Sie schrillte auf, du willst mich täuschen, doch ich erkenne dich. Sie wollte meine nackten, unbeschuhten Füße umfassen, denn die Sandalen hatten mir die Soldaten abgenommen. Wieder musste ich mich gegen ihr Ungestüm wehren, rühr mich nicht an. Warum nicht? Sonst hast du dir ja sehr gern von mir die Füße waschen und mit meinem Haar abtrocknen lassen. Ich bin noch nicht ganz verklärt. Was soll das heißen? Was das auch immer heißen mag. Geh jetzt und sag den Angsthasen, meinen Jüngeren, dass alles genau nach Heilsplan verlaufen ist. Ich bin vom Grabe auferstanden, nachdem ich dem Tod seinen Stachel gezogen habe. Nur in die Hölle bin ich nicht hinabgefahren, wie es geplant war. Was hätte ich auch dort tun sollen? Alle Sünde, die Gott dorthin verdammt hat, bleiben auf ewig dort. Da kann selbst ich als Sohn Gottes nichts unternehmen, um sie von dort herauszuholen. Mary warf hocherfreut das Fläschchen mit dem teuren Öl weg und hüpfte und sprang in die Stadt zurück, um die Jünger irgendwo aufzustöbern. Etwas verspätet kamen dann Peter und Johannes schlafen ans leere Grab, um meine Auferstehung zu bezeugen. Inzwischen überlegte ich, ob ich gleich in den Himmel auffahren oder ob ich mich doch noch ein Weilchen auf Erden herumtreiben und meine Späßchen treiben sollte. Da ich Spaß am Verstellen habe, blieb ich noch ein paar Wochen. Auf dem Weg nach Emmaus, wohin sich meine Jünger verzogen hatten, erwischte ich zwei von ihnen. Diesmal als Wandersmann verkleidet, gesellte ich mich zu ihnen. Da die erst kürzlich in Jerusalem stattgefundene Kreuzigung Tagesgespräch war, redeten auch sie darüber. Ich tat so, als wüsste ich nichts davon. Und so langweilte ich sie lieber, indem ich ihnen die Bibel auslegte, die sie ohnehin schon zur Genüge kannten. In Emmaus angekommen, blieb ich etwas zurück. Ich ließ die zwei an die fest verriegelte Tür klopfen. Diese wurde ihnen aufgetan. Ich wartete, bis der Riegel wieder vorgeschoben war.
denn ich wollte die Gruppe ein bisschen erschrecken. Und schwupps, schon drang ich durch die verschlossene Tür ins Innere des Hauses. Die Jünger glaubten in mir, einen Geist zu sehen und wurden, wie üblich, von Furcht gepackt. Ich beruhigte sie. Fürchtet euch nicht, ich bin's, euer Jesus. Das wollten die Kleingläubigen nicht glauben. Da sagte ich, bringt einen Fisch. Petrus, mein Fels, reichte ihn mir mit zitternder Hand. Es war der letzte Fisch. Ich schluckte ihn mit einem hörbaren Gurgler hinunter. Die Jünger starrten prüfend auf meinen Kehlkopf. Der bewegte sich tatsächlich mit einer Schluckbewegung. Das überzeugte sie von meiner Leiblichkeit. Nur der Thomas ließ sich nicht so leicht herumkriegen. Da sagte ich ihm, steck deinen Finger da hinein. Ich schob den Wandermantel zur Seite und entblößte die immer noch etwas klaffende Wunde. Thomas zögerte. Da fasste ich seine Hand. Trau dich nur, dein schmutziger Finger verursacht mir kein Wundfieber. Dazu bin ich zu sehr Gott. Da bohrte mir der ungläubige Thomas einen klobigen Finger zwischen die Rippen bis zum Lungenflügel. Da ward er überzeugt. Danach glaubten mir alle, dass ich es war und kein reiner Geist. Nun hatte ich auch männliche Zeugen für meine Auferstehung beisammen, obgleich keiner von ihnen ein Augenzeuge war. Denn das Zeugnis der Weiber allein hätte nicht ausgereicht. Keiner fragte, wie ich es mit meinen wunden Handgelenken geschafft hatte, den schweren Stein wegzurollen. Dass ich so nebenbei den Tod besiegt hatte, mit leichter Hand, beeindruckte sie in keinster Weise. Denn das war das Wenigste, das sie von mir erwartet hatten. Denn da ich andere dem Tode entrissen hatte, Lazarus und das kleine Mädchen, so musste ich mich auch selbst auferstehen machen können. Zum Abschluss meines kurzen Gastspiels auf Erden gab ich meinen versammelten Jüngern und meinem Weibergefolge noch das große Schauspiel meiner Himmelfahrt. Danach gingen sie voll befriedigt nach Hause, denn so etwas sahen sie nicht alle Tage. Als ich mich nach erfolgreichem Aufstieg neben meinem himmlischen Vater in den goldenen Thron zu seiner Rechten fallen ließ, sagte der wohlwollend, überzeugend gespielt, mein Sohn, alle Achtung. Dein Passionsdrama werden die Menschen für die nächsten paar tausend Jahre nicht so leicht vergessen können.